Also besser kann das Wochenende nicht starten. Der Samstag ist gerettet. Also wie gesagt, die Nockenwelle dreht. Dreh mal weiter. Die Nockenwelle dreht, aber diese nicht. Dreht nicht. Ich fühle mich so ein bisschen wie im Gefängnis hier. Welcome to Forever, man. Let's go. This forever. No surrender. Yeah. You know that this right here forever. Now allow me to reintroduce myself, they call me J-O, and to the easy ear. Know that we undefeated, y'all are beneath them speeches trying to air a grievance. But his lines are overhead, better check the air for clearance. Call the tower, this is how it's written, key to air apparent. Really, I've never been better, legacy, this is forever. All the more times I've been severed, I'm raising the bar, you can go ahead and measure. Think about time for a toast, time that we welcome to go. Y'all were just leaving, I think about time that somebody go get on their coat. You know I got all that anthem, come back in, what you call that add-on? Got anthems and bands with masters, getting them rights like my name was Miranda. I ain't bigger dead than alive, I ain't bigger dead than alive. One more time, this is forever, remember the legend, he never gonna die, So, meine lieben Damen und Herren, wir haben es auch Rede ordentlich. Ja, wir haben es jetzt auch mittlerweile zum... Guck mal, wie die sich in meinen Vlog reinschmuggelt hier, die Alte. Wo bist du überhaupt? Fanschig? Aber diese Fans hier, die keiner kennt, ja, weißt du? Ganz schlimm. Gleiches Driftshow. Die packen wir jetzt erstmal aus. Wir zeigen jetzt erstmal jetzt hier ein bisschen hier den Willi. Hier steht schon das Auto vom Willi bereit. Ein schöner Toyota Chaser. Richtig, richtig geile Kiste. Ich habe schon das Vergnügen, beim Willi beim Ultrace mal mitfahren zu dürfen. Willi ist ein sehr, sehr guter Drifter. Ich bin gespannt, wie der auf die Strecke dieses Mal klarkommt. Beim letzten Mal war ja so lala. Weil mal hast du Grip, mal hast du keinen Grip. Aber ich glaube, er weiß jetzt, worauf er sich eingelassen hat. Und wenn ich das richtig verstanden habe, geht es dann danach 10 Minuten da Drift. Und danach werden Maeve und Willi zusammen hier vorne auf dem Vorplatz, der wird dann geräumt, zusammen ein bisschen Donuts drehen. Und dann werde ich mich dann halt zwischen wieder reinstellen. Also. Ach ja, jetzt hier, willkommen zurück. Ja, ich mache ja nebenbei noch ein Vlog hier für mich. So, ich hoffe, die Drift-Action hat euch so ein bisschen gefallen. Jetzt ist hier die
Wenn du so nah kommst und deine Nase immer größer. Ich hoffe, die Drift-Action hat euch gefallen. Ich bin auf jeden Fall fast gestorben. Entschuldigung. Jetzt gibt's auch ein bisschen DB-Contest-Shit. Ich dachte erst mal mit Zunge oder sowas. Der Fee macht das jetzt so. Gelaufen, haben uns ein paar Zuschauer genommen und wir haben das tiefste Auto einmal gemessen und haben einmal das schönste Auto bemessen. Damit schönste Auto waren wir einfach das am schönsten umgesetzte Projekt. So, wir fangen mit dem lautesten Fahrzeug an und lass mich nicht lügen, ich muss nochmal reingucken. Und zwar ist das der Mazda RX-7 mit 133,9 Dezibel. Einmal Applaus, komm bitte nach vorne und hol dir deinen Pokal ab, mein Lieber. Ja, die Pokale haben auch ein bisschen Reifengummi abbekommen. Ein Sticker und einmal den Pokal. Kannst du nochmal gerne in die Runde zeigen. Mein Auto hoch. Ich glaube, der passt ganz gut zu dem Japaner hier. Super. Ja. Als nächstes haben wir das tiefste Auto gemessen und ich glaube, das sieht man, dass das wirklich der tiefste Pisskoffer auf diesem Treffen ist. Und das war nicht negativ gemeint. Und zwar ist es hier der Honda Accord mit, glaube ich, 3 cm Bodenfreiheit, also wirklich Eier aus Stahl. Komm einmal vor und hol dir deinen Pokal für das tiefste Static-Fahrzeug. Einmal ein Sticker von mir und natürlich ein custom gebauter Pokal, so wie es gehört in der Lackierung. Einmal danke nochmal. Einen letzten Gewinner gibt es noch und zwar ist das hier dieser schöne 1er Golf mit Weber-Vergasern. Und zwar von dem lieben Herrn hier drüben. Du hast wirklich ein richtig schönes Projekt hier, wirklich auf Weber-Vergaser gebaut, das Ganze. Richtig schön oldschool, Breitbau. Dafür kriegst du einen Preis und zwar ist das ein folierter Eimer von uns und einmal, da das schönste Fahrzeug auch schön gepflegt ist, einmal Pflegeprodukte,
Detailer-Pinsel, alles Mögliche, um dein Auto schön sauber zu halten. Vielen Dank, dass du dabei warst. Einmal Applaus für den schönen 1er Golf. So, wollt ihr euch nochmal kurz mit euren Preisen da vorstellen, dass wir nochmal ein Foto machen können mit euch? Hayes, was hast du zu sagen zu dem Treffen heute? Wie fandst du das? Fandst du das spannend, aufregend? Das ist der Falsche. Du sollst die Kamera auf mich richten. Ramin, wie findest du das Treffen? Sag mal was dazu. Gut. Ach, das ist der Ramin, entschuldige. Ja, ich weiß, wir sehen uns sehr ähnlich, wir könnten Brüder sein. Im Geist aber nur. Ein wundervoller Tag geht zu Ende. Also es war wirklich ein wundervoller Tag. Eben nochmal eine Runde Go-Kart gefahren. Ich weiß nicht, ob der Täter noch Aufnahmen von hat. Ja. Jedenfalls. Du hast aber extra dicke Gegner ausgesucht, ne? Die will mehr wiegen wie du? Nee, er ist 100 pro leichter als ich. Der hat vorhin gegessen und getrunken, ich hab's genau gesehen. Der ich nicht, oder was? Aber er hat mehr gegessen und getrunken. Ja, ist ja egal. Und die Blase war noch voll bei ihm. Ich bin Erster geworden, ja. Schön, wow. Jedenfalls, meine Lieben, wenn euch das Ganze hier gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Ja, ich habe bestimmt gerade richtig geile Haare, jawoll. Bist du auf Empfang? Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und ich würde mich natürlich über Kommentare freuen. Ihr könnt mir ja in den Kommentaren mal sagen, welches auch ihr am schönsten fand. Wir sehen uns.